Wir stehen jetzt hier vor dem Eingang von Tian Boche. Das ist der nächste Ort, wo wir übernachten. Wir haben für die Tour hierher knapp 4 Stunden gebraucht. Es waren 800 Meter nach oben und 400 Meter nach unten, weil wir durch ein Flussbett mussten, also mussten wir wieder absteigen. Genau, also dieser Ort ist circa 3850 Meter hoch. Und ja, hier sieht man den Eingang ganz gut. Und in diesem Eingang sind auch diese Rollen. Das sind, ja, ich möchte nicht sagen Gebetsrollen, aber das ist eben für die Bergsteiger, für die Sherpas. Wenn man hier daran dreht, sollen wir den Göttern der Berge huldigen und das soll dann eben Glück bringen. Da haben wir gerade Glück, hier ist so ein Jagdboss. Kommt gerade vorbei, jetzt wo die hier schon mal sitzen, nehme ich das immer auf. Habt ihr das auch mal gesehen? Gut, dann gehen wir jetzt weiter zum zentralen Platz. Nach da oben. Genau, also wir kommen jetzt direkt von hier unten und wenn wir jetzt ein paar Schritte weitergehen, befinden wir uns eigentlich schon auf dem Hauptplatz und hier hat man einen ziemlich guten Überblick über das ganze Dorf. Ja, hier im Hintergrund sieht man den Buddha-Tempel. Genau, da wollte ich eigentlich auch reingehen, das darf man aber nicht, da dran darf nicht gefilmt werden, man darf da auch nicht mit Schuhen reingehen, auch nicht mit kurzen Klamotten und alles Mögliche. Also das ist hier noch ziemlich streng religiös. Finde ich auch gut, dass sie hier versuchen, ihre Kultur beizubehalten. Na, wenn wir uns jetzt einmal umdrehen, dann sehen wir ja eine Statue und in dem Fenster dort, das kann man jetzt nicht erkennen, ist Buddha drin. Das ist dann eben so eine, ja, Gebetsanlaufstelle auch für Touristen und Sherpas, die hierher kommen. Genau, wenn wir jetzt weiter in die Richtung gehen würden, da würden wir dann zu unserer Unterkunft kommen. Aber ich würde jetzt gerne noch einmal dort nach unten gehen. Genau, hier stehen wir jetzt direkt vor dem Eingang von dem Tempel. Hier ist auch ein ziemlich imposantes Eingangstor und das sieht man schlecht, aber direkt dahinter ist eben ja, der Eingang von dem Tempel. Und wenn wir uns jetzt einmal drehen, dann sieht man dort im Hintergrund, der ist jetzt leider schon ein bisschen in den Wolken. Ich hätte das Video früh aufnehmen sollen, wir haben ja schon 2 Uhr nachmittags. Da wird das schon langsam ziemlich bewölkt. Also sieht man jetzt leicht hinter den Wolken den Mount Everest, also den höchsten Berg auf diesem Planeten. Und ein bisschen weiter rechts, der ist jetzt leider komplett von den Wolken bedeckt, ist der Amabanja. Das ist eigentlich der markanteste Berg hier in der Gegend. Hätte ich euch jetzt gern gezeigt, weil der sieht wirklich beeindruckend aus. Aber das wird ja dann wohl leider nichts. Das wird heute auch nicht mehr aufklaren. Da sehe ich kaum eine Chance. Also das habe ich den Moment verpasst. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal weiter jetzt zu unserer Unterkunft. So, dann gehen wir jetzt hier ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir auch, wir müssen jetzt so einen kleinen Weg entlang gehen. Da kommen wir auch so an den Orten vorbei, wo denn die Einheimischen hier wohnen. Wenn ich ein bisschen stöhne, tut es mir leid, man merkt die Höhe doch schon ein bisschen. Also das finde ich, hier sieht man zwar immer noch Bäume und so und denkt sich, oh, ist ja nichts. Aber wenn man jetzt in den Alpen auf der gleichen Höhe wäre, da wären nur noch Gletscher und Schnee und Eis. Also das ist ja auch schon eine beachtliche Höhe. Hier haben wir, ja, kann ich ja kurz mit einbringen, so ein kleines Sägewerk. Also die Sachen werden hier alle vor Ort abgebaut, Bäume gefällt und alles Mögliche und dann eben hier weiterverarbeitet und daraus irgendwelche Sachen zu bauen. Weil vor kurzer Zeit war hier ein Erdbeben und die haben zwar sich schon ziemlich viel Mühe gegeben, möglichst viel wieder aufzubauen, aber es ist eben noch nicht alles fertig. Wenn man sich hier einmal umdreht, sieht man, dass das noch nicht vollständig wieder heil ist.
Oder eben wird das Holz auch als Brennholz benutzt, weil hier gibt es keine andere Möglichkeit als zu heizen. Also nicht irgendwie Gas, Öl oder sonst irgendetwas. Wenn man hier irgendwas kochen will oder wenn man warmes Wasser will oder wenn man irgendwie heizen will, muss man das alles mit Holz machen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. So, und das ist unser Quartier. Und da werde ich jetzt einmal reingehen. So, wozu ich noch einmal gerne was sagen würde, ist dann eben diese grüne Büchse, sage ich jetzt mal. Die ist die Küche hier. Und mit dem Wasser, worauf ich noch eingehen wollte, verhält es sich genauso wie mit dem Holz. Also hier gibt es keine Wasserleitung oder so etwas. Wenn man hier Wasser haben will, dann wird das entweder alles in Flaschen hochgeschleppt von den Sherpas, also das Wasser, was man trinken will. Oder man muss absteigen und zum Fluss gehen und da die Kanister füllen und das dann hochschleppen, um damit zu kochen. Also alles, was man hier bekommt, muss dann irgendwie von unten hochgeschleppt werden. Das sollte man auch beachten, wenn man sich jetzt unbedingt ein drittes Bio oder so reinziehen will oder so, dass das dann alles irgendwelche Sherpas hochschleppen mussten. Und die bekommen dafür auch nicht viel Geld. Das habe ich in einem Bericht gelesen, dass dann dafür, dass sie 60 Kilo Material hier hochschleppen, die Leute, also wirklich von vom letzten Punkt aus, wo man im Bus fahren kann, das liegt auf 2300 Metern, genau, auf 2300 Metern bis hier nach oben. Da brauchen die ungefähr 2 Wochen für. Bekommen die umgerechnet 30 Euro. Also es ist wirklich nicht viel. Und sie müssen dann natürlich auch wieder absteigen, ne? Die wohnen ja nicht hier. Also es ist ja schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Aber jetzt gehen wir wirklich rein. So, also unser Haus ist gerade abgeschlossen und ich habe keine Ahnung, wo mein Vater ist. Deshalb fange ich jetzt mit dem Badezimmer an, auch weil es ein bisschen ulkig ist. Ich muss die Kamera so weit hochtragen, weil die Kamera hier so klein ist. Also ja, okay, gut, an der Toilette, das einzig Erwähnenswerte wäre, dass jetzt eben hier so ein Loch in der Kloschüssel ist, aber was soll's. Genau, und hier mit dem Waschbecken kann ich nochmal gleich zu sagen, also das bestätigen, was ich vorhin gesagt habe, dass es hier kein fließend Wasser gibt. Hier sind auch einige Kanister mit Wasser drin, also falls das hier alles sein sollte, denn man kann sich dann eben nur die Hände hier mit dem Wasser waschen, also... Ja, wie schon gesagt, fließendes Wasser gibt es hier nicht. Gut, dann warte ich jetzt mal darauf, dass mein Vater kommt und dass ich dann auch unser Zimmer zeigen kann. Ich finde hier gerade meinen Vater nicht. Ich bin einmal durchs Dorf gegangen. Ich meine, so groß ist es ja nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Also, ich dachte mir, okay, gut, wenn ich jetzt schon mal hierher gelatscht bin, dann seht ihr es mir eben später, dann zeige ich erstmal das hier. Also, das ist jetzt hier, was man hier sehen kann, ist eben, dass es auch noch so eine Bäckerei gibt und einen kleinen Shop, wo man sich so ein paar Sachen kaufen kann, aber nichts Großes mehr. Aber immerhin, dass es hier noch sowas gibt, hätte ich eigentlich nicht erwartet. So, dann haben wir da noch ein paar Unterkünfte, genauso wie dort, das ist dann... Steht sogar Hotel dran, aber im Prinzip ist der Standard genauso wie jetzt wie in unserer Unterkunft. So, und wozu ich jetzt gleich noch was sagen kann, ist Folgendes mit dem Erdbeben, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Gehen wir jetzt natürlich ein bisschen abseits. Müssen wir auch hinter das Gebäude gehen, weil sie das ja verstecken wollen. Aber hier, wenn man jetzt ein bisschen hinter die Kulissen guckt, sieht man dann ganz deutlich, was das Erdbeben damals angerichtet hat. Also hier ist ziemlich viel Schutt noch. Sie haben jetzt das, was man jetzt eben sieht, haben sie schon alles wieder aufgebaut. Das finde ich ziemlich beachtlich. David, der mit uns unterwegs ist, der war hier schon im März. Und er meint, als er im März hier war, da war ja alles noch kaputt. Also da stand gar nichts mehr. Dafür, also mit welchen Möglichkeiten, die haben hier keine Kräne, gar nichts, sie müssen mit den Steinen auf Stein, dann mit den Händen das aufbauen. Dass sie das innerhalb eines halben Jahres so weit geschafft haben, Hut ab, also das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Genau, und das hat David auch beschrieben, dass die dann wirklich nur in diesen Baracken da gewohnt haben, also
die ganze Zeit über, die ganzen Eingeborenen hier, sie hatten wirklich nichts anderes. Weiß nicht, ob ich hier mal reingucken kann. Zeige euch das einmal. So. Ja, genau, also die hat David auch alles erzählt, dass sie hatten nicht mal einen ordentlichen Fußboden, haben dann auf Lehm geschlafen und alles Mögliche. Also ist ja manchmal schon erschreckend, wie so der Standard abweichen kann, was wir so in Deutschland gewohnt sind. Wie wir unsere Maßstäbe setzen und wie die denn hier leben. Ja, genau. Ich suche dann mal weiter meinen Vater, nachdem ich euch jetzt das hier so ein bisschen gezeigt habe. Irgendwann muss ich ihn ja finden. Also ich meine, der wird ja wohl jetzt nicht zum nächsten Dorf schon marschiert sein, ne? Sein Rucksack ist auch da. Okay, gut, dann sehen wir uns später, ne?